Jo Leute, was geht? Willkommen zu meinem ersten Vlog hier. Genau. Ich will mit Motorvlogs anfangen. Genau, stelle ich direkt mal meine Maschine vor. Ist eine Fantic XMF 125 Competition. Genau, Baujahr 2022. Ja, hat neu gekostet 5.500. Ja, habe schon ein paar Sachen geändert. Zum Beispiel den Auspuff, das ist von X-Racing einer. Kennzeichenhalter habe ich den anderen, unter dem Kennzeichenhalter ist nochmal so ein, dieses Plastikteil hier. Genau, darunter ist das Teil und oben drüber ist der Kennzeichenhalter. Den habe ich weggemacht und habe unten drunter den als Kennzeichenhalter benutzt. Genau, andere Kette, anderes Kettenrad, das ist schwarz. Spiegel sind Standard, jeder Supermotorfahrer ändert die Spiegel. Genau, und Kotflügel vorne habe ich den anderen hingemacht. Ich finde den einfach schöner als den originalen. Genau, eigentlich sonst nicht viel mehr gemacht. Hat trotzdem einiges gekostet. Das hier habe ich noch, genau, das hier habe ich noch schwarz gemacht. Das lackiert selber. Einfach ein bisschen abgeschliffen und ein paar Mal drüber lackiert. Fertig. Muss ich neu lackieren. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ist schon ziemlich fleckig irgendwie. Ich weiß nicht. Das Kühlmittel oder so drauf gekommen. Ist nicht so schlimm. Ja, genau. Die Farbe habe ich noch daheim. Ja, ich mache mal einen Soundcheck. 125er kann man nicht viel erwarten. Ich finde, soll einfach damit zufrieden sein, dass man gut genug von A nach B kommt und seinen Spaß dabei hat. Ich wusste gar nicht, dass die Fehlzündungen hat. DB-Killer mache ich mal ein Video, wie ich ihn draußen mache. Ich habe ihn schon mal draußen gehabt. Hört sich ganz gut an ohne, aber ich weiß nicht, wie das ist mit Probezeit und mit Strafe und so. Genau. Ja. Mache ich mal ein Video, wie ich ihn raus mache. Und dann kann man es hören. Und dann fahren wir jetzt ein bisschen. Genau, also zu mir. Ich bin 16 Jahre alt, habe seit 6 Monaten oder so meinen Führerschein. Komme aus Bayern. Aus der schönen fränkischen Schweiz hier. Wie man es alles sehen kann. Ja, Wetter bockt in letzter Zeit nicht so in Deutschland. Ja, kann man nicht ändern, gehört auch dazu. Ich schau mal jetzt, wie das alles ist mit den Vloggen, mit dem Wind, mit der Stimme, ob man die gut hören kann. Genau, und dann schauen wir mal, was daraus wird aus den Motorvloggen. Genau, habt meinen Spaß daran. Ich hoffe euch auch, euch gefällt das Video. Ja, mal schauen, wie sich das alles so ergibt in den nächsten Monaten, Jahren, Wochen, Stunden, was weiß ich. Ich hoffe, die Laune bleibt auch immer da dafür. Fürs Motorradfahren bleibt sie natürlich da. Aber fürs Motorvloggen, fürs Karten und so, ich weiß es nicht. Ich versuche so gut wie möglich durchzuziehen. Ah, falscher Gang. Und ja. Ich hoffe einfach, man hört den Wind nicht so stark. Wenn nicht, muss ich mir noch was einfallen lassen, wie das mit der Wind so ist. Entweder mache ich noch mal einen Schwamm drumherum mit Panzertape oder irgendwas anderes. Hintern Wangenpolster ist es nicht so geil, da ist der Ton nicht so gut, habe ich schon versucht. Die ganzen Komponenten, was ich am Helm habe, Kamera, Mikrofon, die ganzen Mikrofonadapter, alle Zubehörs, meine Helm, packe ich euch einfach mal in die Beschreibung rein. Aber für den 125er ist der echt gut laut. Wenn ich jetzt da den DB-Killer noch raus mache, hatte ich echt einen guten Ton.
war jetzt eine kleine Runde. Soll jetzt auch nicht das Video werden, was irgendwie 20 Minuten lang geht. Ist einfach nur so ein kleines Vorstellungsvideo, was man sich anschauen kann, wenn man noch nicht auf meinem Kanal war, um ein bisschen was über mich zu erfahren. Genau. Komplett versprochen, Digga. Vielleicht will ich noch Projekte starten wie Wheelies üben, wie lange man dafür dauert, wie hart man dafür übt. Genau. Habe ich schon ein bisschen geübt, ein bisschen bekomme ich so hoch, aber es ist echt nicht leicht. Vor allem mit einer 125er. Nasse Straße ist nicht so geil, Alter. Normal hätte ich mit der Motorvlogs viel früher angefangen. Aber ich hatte Probleme mit Lenkkopflager, da ist irgendwie Wasser reingekommen. Neutralschalter war kaputt. Ich weiß auch nicht, was da war. Und das Lenkkopflager, das war nicht lieferbar. Das hat so lange gedauert, bis es da war. Ich glaube, ich warte jetzt seit einem Monat oder so darauf, dass ich endlich anfangen kann. Dann hatte ich jetzt die letzten paar Vlogs, wo ich probiert habe. Hatte ich Probleme mit meinem Ton, jetzt habe ich ein anderes Mikrofon. Ich kann euch mal einblenden, wie es sich vorher angehört hat. Also es war Katastrophe. Ich habe alles mögliche versucht gegen Wind und so, aber das Mikrofon ist einfach scheiße. Ich weiß nicht, es ist einfach Katastrophe. Deutsche Straßen werden auch immer schlimmer, Alter. Mit Glasfaser. Weil Glasfaser, die reißen die ganzen Straßen auf und tern sie wieder zu. Und das ergibt so ein Chaos auf den Straßen. Da ist einfach alles voller Huppel. Das ist echt schlimm. Ja, was ist denn jetzt hier los? Mit Anlieger. Hoffentlich komme ich jetzt da durch. Ich habe gedacht, da oben war gesperrt, aber das war ja weg. Spiel Playlist Motorrad. Okay, hier kommt, das ist Telefon Tel Aviv. Digga, was spielst du für eine Scheiße? Spiel Playlist Motorrad. Motorrad wird jetzt gespielt. Juhu! Ciao, ich sag's euch, die Straßen ist eine Katastrophe hier. Weil alles aufgerissen wird und wieder zugemacht. Natürlich wohne ich hier, ich darf hier durchfahren. Ja, warum fährst du nicht? Ja. Hoffentlich komme ich jetzt da durch, ey. Aber schaut schon so aus. Oh, Digga. Warum sind die so langsam? Unter dem Radar, 100 Meter vor, kommt in der Leitung und ich wittere die Gefahr.
Mal gucken, ob ich mal bald mit Kollegen fahre. Wäre auf jeden Fall sehr cool. Es macht einfach mehr Spaß, mit Kumpels zu fahren. Aber da ich jetzt eigentlich in der Zeit, ich hatte seit Februar, konnte ich meinen Führerschein haben. Fahrschule hat im Winter nichts gemacht, war zu kalt. Dann hat sich das erstmal bis zum, bis 2-3 Monate später, also bis April gezogen. Dann April hatte ich dann meinen Führerschein. Dann bin ich da ein bisschen gefahren. Und jetzt letztens erst einen Monat lang mein Motorrad weg gewesen, wegen diesem scheiß Lenkkopflager. Weil das die ganze Zeit eingerastet ist und es war gerostet. Also es war nicht kaputt, sondern gerostet. Also von diesen 6 Monaten oder so konnte ich 3 Monate fahren, aber man sieht's ja. Ich hoffe, man sieht's. Wenn man es nicht sieht, 6800 Kilometer, das ist schon ordentlich. Aber was soll man machen? Ich habe nichts anderes. Nein, es regnet. Na. Wegen dieser scheiß Wolke. Naja. Muss ich durch. Gerade eben war noch blauer Himmel. Ja, ich fahre jetzt eh heim. Dauert bloß ein bisschen, bis man hier mal vorankommt. Digga, jetzt regnet es. Ich hoffe, ihr seht was. Ja, das war es jetzt erstmal mit dem Video. Ich hoffe, das hat euch trotzdem gefallen. Like und Abo wäre natürlich sehr schön für den Anfang vor allem. Und sehr cool, dass ihr es zum Ende angeschaut habt. Freut mich sehr. Ich hoffe einfach, das hat euch gefallen. Ich hoffe einfach, alles passt erstmal. Man sieht sich auf jeden Fall im nächsten Video. Mal schauen, wann das kommt. Schönen Tag noch und ciao.